Hallo und herzlich willkommen in meiner Küche. Wie ihr schon sehen könnt, gibt es bei mir eine leckere Kokos Raffaello Himbeertorte. Das ist fürs Auge. Man kann das auch mit Aprikosen machen oder mit etwas anderem. Dazu 125 Gramm Zucker, 125 Gramm Butter oder Kokosöl, 4 Eier, 100 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver. Vermischen. Das Eiweiß wird separat geschlagen. Das ist dann Biskuitteig. Da schlagen wir mal die Eier auf. Müsst euch nicht wundern, in meinem Rezept habe ich das halbiert. Aber für euch nehme ich das jetzt in den rauen Form. Müsst euch nicht wundern, also 4 Eier, aber ich habe dann 2 Eier für diese kleine Mini-Form. So. Kokos, 50 Gramm Kokos raspeln, die aber vorher rösten. Und dann wird dann die Eischnee aufgeschlagen. So, den Backofen habe ich jetzt auch schon auf 180, 30 Minuten kommt es dann rein. Habe ich schon vorgeheizt. Da sieht man mal, dann eher ein bisschen dicker. Sollte man da nicht mehr so schlagen. Eischnee rein. Leicht untergeben. Und da sieht man es gerade so, dass es dann vermischt ist. Das in die Form rein. Und backen. So, der Boden ist gebacken und halbiert. Ein ganz klein bisschen dünn, deswegen ist es an der Seite aufgebrochen. Jetzt haben wir hier Himbeermarmelade. Das wird hier dünn drauf gestrichen. Hallo Mama, was machst du schön? Es gibt dann gleich Kuchen. So, die schönen heben wir nochmal auf, die andere machen wir hier drauf. Ja, danke. Und dann wird die Sahne geschlagen. Ja, also man braucht keine Dingform, weil keine verstellbare, weil ich mache das dann auch immer so, dass ich hier die Kuchenform nehme und dann passt es dann schon. So, Sahne ist geschlagen, 14 Stück Raffaello zerkleinern. Das kommt dann zu die Sahne. Hier. Das sind. Ja, ich habe ja das Rezept halbiert, okay?
Das kommt dann zu der Sahne rein. In manchen Würzrezept halt hier. Ja, siehst du die kleine Form? Okay. Holst du noch einen Löffel? Du hast doch einen Löffel. Ja, mal so voll hier. So. Ich hab einen Löffel. Okay. Die andere Hälfte drauf. Ich muss da 1, 2, So, die restliche Sahne drauf. Am Rand. Nächstes Mal müssen wir jetzt anders machen mit dem Verpackungsmüll. Nimmt man nochmal. Einfach halbieren. Dann noch ein klein bisschen Kokosraspel drüber. Und die dann im Backofen stellen. Im Kühlschrank.